eigentlich, als wenn die Person, die auf diesem Beet ist, nicht ich bin, irgendeine Schauspielerin. Diese Unschuld, dieser Enthusiasmus und später vom Gipfel des Ruhms, der Sturz, die große Enttäuschung, wie sehen Sie das heute? Das ist schon so lange her, das habe ich schon so lange überwunden, dass ich mich damit gar nicht mehr befasse. Und als Sie dann der Filmjournalist Ernst Jäger in einem Gespräch auf Hitler aufmerksam gemacht hat, da sagte er mir, gehen Sie heute in diese Versammlung der Nationalsozialisten. Und das habe ich gar nicht verstanden. Ich sage, wieso? Ich war noch, was soll das? Ja, da ist doch, heute spricht doch Hitler in Berlin, im Sportpalast. Ja und, sagte ich, da sagte er, wissen Sie, ich habe so das Gefühl, wenn Sie ihn hören würden, das könnte Ihr Schicksal werden. Nun ein Wahnsinniger! Oder ein Lügner. An Denken, dass ich oder irgendjemand jemals die Absicht hätten, das aufzulösen, was wir selbst in langen Jahren aufgebaut haben. Nein, meine Kameraden, wir stehen fest zusammen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine politische Versammlung gesehen. Zwar für mich ungeheuer beeindruckend. Ich wurde mitgerissen von der ganzen Stimmung und ich hatte damals... von Hitler einen faszinierenden Eindruck. Und daraufhin, aufgrund dieses Eindrucks, habe ich ihm einen Brief geschrieben und wollte ihn kennenlernen, weil ich mir dachte, na, ist das vielleicht der Mann, der Deutschland retten kann? Was für einen Eindruck hatten Sie dann, als Sie persönlich mit ihm zusammen waren? Ja, interessant. Er war das Gegenteil von dem Eindruck, den ich im Sportpalast hatte. Im Sportpalast wirkte er wie ein Politiker, der also die Leute begeistert oder versucht zu begeistern. Und dort wirkte er eigentlich wie ein ganz bescheidener Privatmann, von dem man gar nicht sich vorstellen konnte, dass der Massen bewegen konnte. Wirkte sehr natürlich, sehr einfach und bescheiden, also machte einen sympathischen Eindruck. Als ich ihn das erste Mal auf Plakaten sah, fand ich ihn ausgesprochen hässlich. Aber als ich ihn dann im Leben traf, ihm gegenüber sind, war das verschwunden. Da hat man diese Züge oder diesen Schnurrbart und so gar nicht wahrgenommen. Da ging eine sehr große Ausstrahlung von ihm aus und... Und da war das nicht mehr so der Fall. Aber als Mann hat er mich überhaupt nicht interessiert und fasziniert. Sie hatten das Gefühl, dass er eine Art dämonische Suggestivkraft hatte. Ja, das habe ich schon in der Kongresshalle gespürt. Und noch stärker bei der persönlichen Begegnung, dass er eine Ausstrahlung hatte, die irgendwie hypnotisch wirkte. Und das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Das war für mich auch nicht Politik, der Film, das war eine Veranstaltung. Ich hätte das genauso aufgenommen in Moskau, wenn ich es hätte müssen, nicht gerne, aber müssen wäre es genauso geworden. Oder in Amerika, wenn da vielleicht irgendetwas anders stattgefunden hätte. Mein Führer, meine Kameraden. Zu den Künstlern sagen, die im Dritten Reich gute Filme gemacht haben.
Was heißt da politisch verantwortlich? Sind die alle politisch verantwortlich? Und wenn ja, für wen zum Beispiel? Wie könnten Sie heute zum Beispiel wissen, wer politisch eine richtige Zukunft uns sichert? Wie würden Sie sich heute zum Beispiel politisch als Künstler verantwortlich fühlen? Wie könnten Sie mir das erklären? Dass der Künstler, wenn er etwas schafft, sich vielleicht fragt, was mit dem geschieht, was er macht. Unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Sie haben mich auch gefragt, ich will gleich weiter sagen, ob der Film Triumph des Willens eine Botschaft hatte. Also bei der Arbeit selber habe ich natürlich solche Gedanken überhaupt nicht gehabt. Aber als ich den Film geschnitten habe, habe ich schon herausgefunden, dass da eine gewisse Botschaft drin ist. Die können Sie im Film finden. Steht hier eine Jugend, die keine... Und zwar einmal die Beschaffung der Arbeitsplätze, siehe den Komplex Arbeitsdienst. Damals haben wir das als eine Botschaft empfunden, Friede, Friede. Und das ist im Film immer der Fall. Andere politische Motive oder Ziele sind nicht erwähnt. Es ist nicht von Antisemitismus die Rede, es ist nicht von der Rassenlehre die Rede, nur von Arbeit und Frieden. Das sind die Botschaften im Film Triumph des Willens. Wenn Sie jetzt mit dem Abstand der Zeit Triumph des Willens sehen, Sie sind sicher einerseits stolz, ihn gemacht zu haben, andererseits hat er doch dazu beigetragen, dass die zweite Lebenshälfte sehr, sehr schwierig wurde bei Ihnen. Wie sehen Sie denn jetzt? Also einmal war ich nie stolz, auch heute nicht, früher nicht. Stolz worauf? Für diese Schinderei, die ich da hatte, für diese Arbeit. Das war entsetzlich, ich bin fast draufgegangen, gesundheitlich, beim Schneiden dieses Films. Und was habe ich davon gehabt? Der Film ist zwar, gilt zwar als sehr gut Dokumentarfilm, hat mir aber doch nur Schäde eingebracht. Er wurde als Propaganda, nach dem Krieg als Schäde. Vor dem Krieg natürlich hat er ja noch alle internationalen Auszeichnungen bekommen. Zum Beispiel die Goldmedaille in Paris und auf der Biennale die Goldmedaille. Er ist die große filmische Vision des Führers, der hier zum ersten Male bildlich in nie gesehener Eindringlichkeit in die Erscheinung tritt. Aber nach dem Krieg habe ich nicht nur Schäde bekommen, sondern wurde ich gegeißelt wegen dieses Films. Also kann ich nicht stolz darauf sein, sondern ich bin ganz todunglücklich, dass ich ihn gemacht habe. Wenn ich gewusst hätte, was der Film mir einbringt, hätte ich ihn nie gemacht. Half a century later, the terrible legacy of the Nazis is still being digested in Germany. After the war, Leni Riefenstahl, the obsessed and politically blinkered filmmaker, was boycotted and universally despised. To this day, she has not been able to make another film. That is the price she has had to pay for her brilliant career under the Nazis.